meine Lieben, mein Name ist Katrin und ihr seid auf meinem Kanal Chaos und Tour gelandet und wir haben bald Halloween. Und darum dachte ich mir, gibt es heute ein kleines Video zu der Entstehung des geschnitzten Kürbis bzw. auch Jack-O-Lantern genannt. Und ich habe mal die Legende dazu rausgesucht, warum heißt diese Fratze Jack-O-Lantern. Und das will ich mit euch heute mal durchgehen. Und meine Lieben, am Ende des Videos verlose ich auch noch eins der kleinen Halloween-Sets sozusagen, die ich für euch zusammengestellt habe. Also dranbleiben. Also Kürbisse schnitzen machen wir alle gerne. Also ich mache es zumindest gerne. Ich werde es jetzt auch vor Halloween noch tun. Ob da die klassische Jack-O-Lantern-Fratze reinkommt, nämlich das Kürbisgesicht an Halloween, das wir alle kennen, das weiß ich noch nicht so genau. Ja, also bei mir kann es auch mal was anderes sein. Letztes Jahr war es ein kleines Schloss und eine Fledermaus. Mal schauen, worauf ich so Lust habe. Aber, wie gesagt, klassisch und was wir auch überall als Symbol für Halloween sehen, ist die Jack-O-Lantern-Fratze. Und die kommt nicht von irgendwoher, sondern da steht eine Legende dahinter. Also schnappt euch euer Diamond Painting und mal gucken, ob ihr diese Legende schon kanntet. Die Legende von Jack-O-Lantern. Wer oder was ist jetzt Jack-O-Lantern? Jack-O-Lantern war der Überlieferung nach ein geiziger, garstiger, trunksüchtiger Hufschmied, der sogar versuchte, den Teufel übers Ohr zu hauen. An einem Abend vor Allerheiligen saß Jack in seinem Dorf in Irland in einer Wirtschaft. Ihm erschien der Teufel und wollte ihn mit hinabnehmen in sein Reich. Jack wollte noch nicht gehen und bot dem Teufel seine Seele an. Für einen letzten Drink. Der Teufel willigte ein und verwandelte sich selbst in eine Sixpence-Münze, um den Wirt zu bezahlen. Jack aber steckte die Münze schnell in seinen Geldbeutel und verschloss ihn fest. Und weil er ihm im Geldbeutel ein silbernes Kreuz bei sich trug, konnte der Teufel sich nicht zurückverwandeln. Jack handelte mit dem Teufel. Er ließ den Teufel frei und dieser versprach, dass Jacks Seele noch weitere 7 Jahre frei sein solle. Nach 7 Jahren, in der Nacht vor Allerheiligen, kam der Teufel zurück, um Jacks Seele zu holen. Jack jedoch bat ihm um einen letzten Gefallen. Seine Henkersmahlzeit sollte ein Apfel sein, den der Teufel ihm selbst pflückt. Der Teufel konnte ihm den letzten Willen nicht verwehren und kletterte auf einen Apfelbaum. Da zog Jack blitzschnell sein Messer und schnitzte ein Kreuz in die Rinde des Baumes. Der Teufel war auf dem Baum gefangen, außerstande herunterzuklettern, geschweige denn Jack mit sich zu nehmen. Jack handelte das zum letzten Mal mit dem Teufel. Er entfernte das Kreuz aus der Rinde des Baumes und der Teufel sagte zu, dass er niemals Jacks Seele holen werde. Als Jack Jahre später starb, wurde ihm an der Himmelstür der Zutritt verwehrt, weil er sein Leben lang geizig, falsch und hinterlistig gewesen war. Er wurde zu den Höllentoren geschickt. Der Teufel aber hielt sein Versprechen und nahm ihn nicht in die Hölle auf. Wütend über Jacks neuerliches Erscheinen warf ihm der Teufel angeblich ein Stück glühender Höllenkohle hinterher, welches Jack in eine ausgehöhlte Rübe legte, um Licht für den Weg zu haben. Seither irrt er auf der Suche nach einer Bleibe umher und weil die Kohle direkt aus dem Höllenfeuer kam, leuchtet sie ewig seinen Weg bis zum jüngsten Gericht.
Seit dieser Zeit gingen die Menschen dazu über, Gesichter in Rüben zu schnitzen und in der Nacht zum 1. November vor dem Haus aufzubauen. Alles, um die Geister glauben zu machen, an diesem Ort hause bereits eine verdammte Seele. In anderen Regionen geht eine Sage, die Glauben macht, dass die Hexen, die in besagter Nacht zu ihrem geheimen Treffen eilten, einen Schädel mit einer Kerze darin mit sich trugen, um nicht vom Weg abzukommen. Vor allem die irischen Einwanderer aber verbreiteten in der neuen Welt dann später ihre Version der Geschichte. Die von Jack dem Hufschmied. Und weil Rüben damals in Amerika nur wenig verbreitet waren, Kürbisse aber gut und schnell fast überall angebaut werden konnten, wurde aus dem Rübengesicht bald die Kürbislaterne, der Jack-O-Lantern. Da es sich um eine ursprünglich mündlich weitergegebene Legende handelt, gibt es unterschiedliche Versionen. Und die Zeiten, in denen der Teufel Jack holen will, schwanken eben von einem bis zu 10 Jahren. Es kann also sein, dass ihr da ein bisschen eine andere Geschichte gehört habt, aber so ist das eben mit mündlichen Überlieferungen. Der richtige Name soll Jack Oldfield sein und Jack O'Lantern nur eine Abwandlung davon, etwa sowas wie Jack mit der Laterne. In den irischen Sagen tauchen auch Namen wie Stinky Jack, The Smith oder Drunk Jack auf. Statt einem Kreuz in der Geldbörse zu haben, soll Jack einen Geldbeutel mit einem Kreuzknoten verschlossen haben und noch einige weitere Kleinigkeiten. Im englischsprachigen Raum wird der ausgehöhlte, mit Gesicht versehene und beleuchtete Halloween-Kürbis auch eben oft Jack-O-Lantern genannt. Wo kommt jetzt das O-Lantern her? Jack ist eben ein eigenständiger Vorname, aber auch eine Kurz- oder Koseform von Jack, Jacob bzw. John. Der Nachname O'Lantern setzt sich aus dem O, angliziert ursprünglich Ö, welches Engel, Enkel bedeutet, also Enkel von, und Lantern, was in Deutschen Laterne bedeutet, zusammen. Wahrscheinlich hat der Vorfahre Laternen hergestellt, Lampenöl verkauft oder war Nachtwächter. Dann gibt es noch den Jack-O-Lantern-Pilz, welcher im Dunkeln leuchtet. Der Biolumineszenz. Er wird im Deutschen und unter anderem eben leuchtender Ölbaumpilz genannt. Und im englischsprachigen Ländern wird er dann umgangssprachlich oft als Jack-O-Lantern-Pilz bezeichnet. Das ist cool, so ein leuchtender Pilz. Und dann gibt es eben auch noch eine alte Kürbissorte, die den Namen Jack-O-Lantern trägt. Teilweise wird diese Sorte auch unter dem Namen Halloween angeboten. Das kennen wir hier auch, Halloween-Kürbis im Supermarkt. Die haben eine sehr glatte Oberfläche und sind auch ziemlich groß, nämlich 25 bis 35 cm und gleichmäßig rund. Und darum eignen sie sich besonders gut, um eben daraus die besagten Halloween-Kürbisse zu der Laternen zu schnitzen. Dann gibt es auch noch Schriften, die eben Jack-O-Lantern heißen, werden oft für Halloween genutzt und mittlerweile haben wir Jack-O-Lantern auch auf unseren Handys und auf dem PC, nämlich als Emoji. Ja, und damit wird ja oft dann eben Halloween als Synonym dieser Kürbis benutzt. Genau. Und sowohl DC als auch Marvel haben auch Bösewichte zwischendrin gehabt, die eben Jack-O-Lantern heißen und daran angelehnt sind. So, meine Lieben, das war heute dann einmal kurz die Geschichte von Jack-O-Lantern in unserer Halloween-Woche. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr die Legende kanntet und auch, was mich super interessieren würde, ob ihr einen Halloween-Kürbis schnitzt. Und wenn, dann verratet mir doch mal was. Das klassische Halloween-Gesicht oder was anderes. Wie gesagt, bei mir war es letztes Jahr ein Schloss mit einer Fledermaus. Zum Beispiel, unter anderem. Also, meine Lieben. Jetzt dranbleiben. Jetzt gibt's noch das Gewinnspiel. Und wir hören uns dann morgen in der nächsten kleinen Halloween-Geschichte wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Bleibt schön kreativ und vor allen Dingen immer super entspannt. Dranbleiben, jetzt kommt das Gewinnspiel.
So, meine Lieben, heute geht es wieder eine Verlosung, wie bei jedem Video in dieser Halloween-Woche. Und zwar könnt ihr heute gewinnen dieses tolle Schiffchen, das auch im Dunkeln leuchtet, mit den Hexis. Ihr könnt da auch mal in meinem Unboxing-Video gucken, da zeige ich das auch nochmal genauer. Dann gibt es dazu diesen tollen Coverminder mit den Kürbissen. Und einmal ein Bienchenwachs, und zwar Esskastanie geröstet. Das ist ein ganz dunkles, fast schwarzes Bienchenwachs. Und dann noch ein kleines Pralinchen, das ist so eine Herzform, auch Bienchenwachs, und zwar Sandelholz, eins meiner Lieblingsdüfte. Da seht ihr das Herz. Genau. So, opa. Um das hier gewinnen zu können, sagt mir doch einfach, ob ihr der Halloween-Typ seid oder ob ihr damit gar nichts am Hut habt. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Der Gewinner wird in den Kommentaren benachrichtigt, ob er gewonnen hat. Unten findet ihr die Gewinnspielbedingungen. Da findet ihr auch das Ende des Gewinnspiels. Ist ein Blitz, 24-Stunden-Gewinnspiel. Und ich, wie gesagt, benachrichtige euch in den Kommentaren. Und dann müsst ihr euch eben innerhalb einer Woche bei mir melden. Und zwar über die E-Mail, die ihr unten findet, oder eben über mein Instagram per Direktnachricht. Damit ich auch wirklich weiß, dass ihr das seid. Genau, und dann schicke ich euch dieses kleine Set hier sozusagen zu. Also, meine Lieben, viel Glück.